Herzlich willkommen bei mir auf dem Balkon in Bülach. Heute haben wir etwas ganz Tolles. Ich habe das Video, das ich schon lange machen wollte, bin noch nie dazu und habe gesagt, jetzt muss das endlich mal sein, bevor das Gerät dann nicht mehr auf dem Markt ist. Und zwar ein Mini-LED-Beamer X-Jimmy. Hat einen integrierten Akku, ein integriertes WLAN-Modul, hat eine Fernbedienung dazu. Ist wirklich ein cooles Gerät. Ich zeige mir noch schnell, was das Teil alles kann. Nach einem kurzen Intro geht's gerade los. Ja, da sind wir wieder. Also, X-Jimmy Mogo, es gibt zwei Varianten. Es gibt den X-Jimmy Mogo, der hier. 230 Lumen Helligkeit. Es gibt den X-Jimmy Mogo Pro mit 300 Lumen Helligkeit, ist etwas heller. Es sind identische Abmessungen, sieht aussen komplett genau gleich aus. Man kann den Unterschied nicht erkennen. Hat auch die gleichen Schnittstellen. Innendurch haben wir einen Stromport, wo wir das 230 Volt Kabel mit Stromadapter haben zum Einstecken, einen USB-Port, HDMI und da haben wir noch einen Klinkerstecker 3,5 mm, wo wir noch den Lautsprecher einstecken können. Das Interessante an dem ist, er hat das Android-Betriebssystem drauf, hat einen App Store drin und man kann eigentlich sämtliche Apps, die es gibt, herunterladen. Netflix ist gerade ein dämliches Beispiel, weil das Netflix-App, die man herunterladen kann, das funktioniert nämlich nicht. Wenn man weiter Netflix schauen will, dann braucht man ein bisschen Zubehör. Nämlich so ein Kabel. HDMI-Ausgang, Lighting, kann man an ein iPad anhängen oder ein iPhone. Mit dem entsprechenden HDMI-Kabel. Da hinten auf den Eingang, ich zeige Ihnen das nachher schnell, funktioniert relativ gut. Er hat einen Sprachassistent drin, wo ich da mit dem Reden, was ich machen soll, und umschalten. Dann ist es so, dass man auch, wenn man das UPC-App zum Beispiel runterlässt, dann hat man ein sämtliches TV-Programm. Er ist im Netzwerk verbunden, weil er ein WLAN-Modul hat. Das heisst, wenn man ein NAS, ein Netzlaufwerk hat im Netzwerk, kann man dementsprechend auch das NAS zugreifen, Fotos anschauen, Film anschauen. Einen Browser hat er noch drin, man könnte dann noch surfen. Wenn wir das hier anhängen, haben wir auch den Vorteil, dass wir natürlich einen Spiegel haben vom iPad oder vom iPhone. Das heisst, man kann das auch brauchen für Präsentationen bei Kunden. Ist wirklich eine tolle Sache, ist sehr klein und was auch nicht zu verachten ist, wir haben hier unten haben wir noch ein Stativ gewinnt. Und wenn man zum Beispiel noch ein kleines Stativ hat, ich habe da noch eins, das ich ab und zu mal für Fotos brauche, dann kann man das hier also einschrauben. Und dann kann man das relativ einfach so aufstellen und ausrichten. Ist wirklich genial. So, jetzt stellen wir das Teil mal ein und projizieren mal auf eine Wand. Also es ist einfach ein Schrank, der davor steht. Jetzt nehmen wir das Bild, ist relativ klein, wenn wir jetzt immer noch weiter hinten nehmen. Dann wird das Bild noch etwas grösser. Es ist also auch kein Problem, eine Diagonale von 2 Meter zu machen mit dem Beamer. Man muss einfach genug Abstand haben zur Wand. Jetzt tut der Schärfe mal einstellen. Und jetzt sehen wir hier die einzelnen Apps. Hier oben haben wir eine Hauptauswahl. Apps, die im Play Store sind. Man hat auch Spiele. Es sind ganz viele Spiele. Ich nehme mal die Spiele mit der Fernbedienung. Ich habe das noch nie gemacht. Meine Apps. Da sehen wir gerade, wir müssen ein paar aktualisieren. Das machen wir jetzt gerade nicht. Das ist mir eigentlich gleich. Gehen wir da mal schnell schauen. DAZN, das ist ein Sportkanal. Disney Plus kennen wir. Da haben wir zum Beispiel UPC, das wäre das Fernseh-App. Ich komme jetzt da mal schnell rein. Man hat eigentlich alle Sender drauf, wo man die vorne am TV hat oder über die Box. Man kann auch zeitversetzt Fernsehen schauen. Einmal mehr, nicht alles riskieren. Ich nehme es auch gleich, wenn es jetzt ein Null rein gibt. Wenn wir jetzt hier noch lauter machen. Gibt es auch in Köln, das Konfliktdesignität? Keine Bedeutung. Hat keine Bedeutung, aber hat sicher schon gegeben.
Also das funktioniert noch relativ gut. Wenn ich jetzt hier mit der Fernbedienung ein bisschen nach links drücke am Navigationsbutton, dann geht da ein Menü auf, wo die einzelnen Sender gerade kommen. Und wenn wir sehen, der schaltet dann noch einigermaßen vernünftig schnell um. Es wird bitte jede Woche gibt's wieder Tote, es gibt jede Woche Schiessereien. Wir haben jetzt vielleicht bei uns in der Schweiz so ein Gefühl, jetzt kommen die 100.000 russischen Soldaten an die Grenze, die muss sich da durch. Jetzt stellen wir das mal wieder. Die Leute in der Ostukraine mit. Ich wollte nicht abstellen, ich wollte einfach raus. Danke vielmals, Samuel Peter Kiesling. So. Hier sehen wir zum Beispiel den VLC-Player. Das ist das, was ich gesagt habe, mit Zugriff aufs NAS. Jetzt kann ich da sagen, ich möchte gerne. Haben wir das Zeug? Hier unten, aufs lokale Netzlaufwerk. Jetzt geht es schauen, was da alles rumhängt. Da sind so ein paar Sonos-Player, die bei mir in der Hütte hängen. Und da haben wir Synology Disk Station. Darauf haben wir jetzt Musik, Fotos, dann habe ich hier unten noch ein Videos. Das ist dann unterteilt in Film und irgendwelche Serien, dann wir hier in die Filme. Dann haben wir schnell den hier. Gut, eben, man hat es gesehen. Man kann da zugreifen, man kann das abspielen, das geht eigentlich relativ gut. YouTube ist vielleicht noch ein Thema, wenn wir gerade bei YouTube sind. Das funktioniert auch. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist wirklich das Netflix-Zeug. Und wie immer haben wir es sehr schwer, die können wir überspringen. Ja, also funktioniert auch, ich bin ja nichts mehr zu zeigen eigentlich von dem. Was das Teil auch drin hat, ist die Google Chrome SAT-Funktion. Das heisst, man kann über das Handy direkt etwas übertragen auf den Beamer. Das funktioniert auch. Und, wie gesagt, das HDMI-Kabel, das natürlich alles reinlässt. Man kann via USB-Film abspielen. Ich finde es wirklich ein Hammerteil und das würde ich also jederzeit wieder kaufen. So, das wäre es schon gewesen. X Jimmy Mogo. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es unten nie schreiben. Wenn ich kann, beantworte ich es. Wenn ich es nicht kann, dann halt nicht. Das ist halt dann so. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr einen Daumen nach oben würdet da lassen. Allenfalls den Kanal abonnieren und ja, auf ein anderes Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und viel Spass noch.